Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Empire at War. Ja, normalerweise streame ich das Spiel, aber zum Stream habe ich jetzt gerade keine Zeit. Deswegen würde ich ganz gerne jetzt nochmal, also ich nehme es jetzt auf, ist ja das gleiche, nur dass ich halt jetzt nicht meine Twitch-Follower beliefe, aber da ich dann nicht so viele Follower habe, wird sich, denke ich, nicht viel, werden sich nicht viele wundern. Oder außerdem können sie auf den YouTube-Kanal gucken, so ist es ja nicht. Genau, und zwar spielen wir unseren Spielstand weiter, unseren Stream-Spielstand mit der Republik und schauen mal, was da so abgeht. Ich weiß, ich habe jetzt extrem lange kein Empire at War mehr gespielt, weil ich jetzt halt mich auf andere Projekte erstmal konzentriert habe, also auf Panzerkorps und Ultimate Admiral. Far Cry kommt jetzt auch die Tage wieder. Oder sollte schon online sein, ich weiß es noch nicht, weil das muss ich ja streamen. Also ich will es auch streamen, ich will es im Stream weiterspielen, weil ich es im Stream angefangen habe. Aber ja. Ich weiß, was ich sagen soll. So, und zwar, wir haben auf Dashomir eine Niederlage erlitten. Das weiß ich noch. Das heißt, wir sollten jetzt alles dafür tun, Streitkräfte zu formieren und Dashomir diese Folge zu erobern. Dafür, wir haben, also ich weiß, wir haben haufenweise Truppen hier in der Umgebung. Wir haben hier Bakara, aber Bakara will ich nicht in den Kampf schicken. So, und zwar, wir haben Kamino, Mon Cala ist der Planet, den wir brauchen, genau. Yavin 4, da haben wir noch unseren Praetor Destroyer. Ich würde da gerne mit vielen Venatoren reingehen. Wir produzieren jetzt erstmal ein paar Venatoren in Masse. Damit wir mit den Venatoren und vielleicht, da kann man irgendwie noch jemanden mitnehmen. Irgendwie Obi-Wan Kenobi nehmen wir mit. Obi-Wan Kenobi wird die ganze Flotte führen. Die Befreiungsflotte nenne ich sie mal. Wir werden jetzt auf jeden Fall 4, 5, 6 Venatoren ausbilden oder konstruieren. Damit wir da halt Dashomir erobern können. Das wird die Kernwelt sein der konföderierten, also konföderierten Staaten, wollte ich ja sagen, der Konföderation. Dann versuchen wir da auf jeden Fall mal zu zeigen, dass die Republik da ist und die Republik bereit ist zu kämpfen. Guck mal, die Venatoren sind natürlich stark gegen die Schlachtschiffe. Stark gegen die Schlachtschiffe, stark gegen die Korvetten. Aber gegen die Schlachtschiffe haben wir irgendwie nichts, ne? Gegen die Lucra Hulks. Nee. Lucra Hulks müssen wir nämlich. Da haben sie nämlich 4-5 Stück von, das weiß ich noch. Wir sind da reingesprungen und da kamen uns 4-5. Oh. Die greifen Moonlist an. Okay, soll mir recht sein. Auto-Resolve. Ich mach die Bodenschlachten ja nicht. Wir haben verloren. Wow. Okay. Die haben Moonlist zurückerobert. Und wir haben ein Standbild, das ist gar nicht gut, okay. Dann müssen wir da jetzt Venatoren in Stellung bringen. Und Kloneinheiten produzieren. Phase 1, können wir ja nur machen, Phase 1. Oder? Wir machen einfach mal diese hier, keine Ahnung, wo da der Unterschied ist. Wir machen mal, ich glaube, das ist in Phase 2, oder? Ich weiß es nicht. Dass wir auf Bona dann auf jeden Fall Venatoren in Stellung bringen. Na, heute noch, wenn es geht. Dankeschön. Damit wir da die Flotte abfangen können. Der Praetor bleibt auf jeden Fall da. Auf Mon Cala werden gerade haufenweise Venatoren gebaut. 4 Stück haben wir da jetzt. Machen wir dann noch mal einen. So, Bona dann. Da werde ich auf jeden Fall gleich noch mehr Truppen stationieren müssen. Weil ich bin in den Bodenschlachten immer ein bisschen... Ja, behindert ist der falsche Begriff, ich will ja niemanden diskriminieren, aber ich, keine Ahnung, vom Bodenschlachten kriegt er immer übelst auf die Schnauze. Hatten wir ja schon mal das Thema. So, wir machen hier mal noch eine leichte Fahrzeugfabrik. Ich habe, glaube ich, nur so eine Fahrzeugfabrik, ne? Doch, hier habe ich eine. So, dass wir hier vielleicht RTs bauen können. Oder wir planen einen Gegenangriff auf Munilinst. Munilinst heißt der, okay. So, dann haben wir hier auf jeden Fall einen kleinen Stoßtrupp. Den schicken wir jetzt auch erstmal nach Bonadan. Yavin 4, wir machen aus Bonadan mal eine kleine Festung. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall Turbolaser. Die gehen erstmal auf den Boden. So, wir brauchen auf jeden Fall Turbolaser-Verteidigung. Vorher würde ich aber gerne Moonlist angreifen. Mit den Venatoren, die hier jetzt... Ne, 2 Stück sind zu wenig. Wir holen mal die anderen hoch.
mit Obi-Wan. Ist Obi-Wan dabei? Hoffe ich mal. Er ist nicht hier, also scheint er wohl unterwegs zu sein. So, Yavin 4 hat keinen Raumwerft, aber Moonlist hat er, glaube ich, eine. Da bin ich mir sehr sicher. Das heißt, wir werden uns Moonlist hoffentlich zurückholen. Genau, jetzt sind sie nämlich dran. Jabilim haben sie jetzt eingenommen. Jabim, der ist hier. Das heißt, diese Planeten scheinen sie wohl zu haben. Hier die Reihe. Das heißt, wir müssen auch hier unten achten, dass die Honogr, keine Ahnung, wie man das ausspricht, und Kamino nicht einnehmen. Aber Kamino können sie nicht einnehmen, weil da ist unser Mandator 2 Sternzerstörer. Da kommt nichts gegen an. Könnten wir den nicht gegen die. Den könnte man eigentlich. Warte, wir holen mal. Wir produzieren hier nochmal 2 Venatoren, ziehen die nach Kamino und ziehen den Mandator 2 nach Yavin. Damit vielleicht, wenn wir Datumir angreifen, den Mandator mitnehmen. So. Okay, die greifen auf jeden Fall ordentlich an. Wir speichern mal eben, weil ich habe immer Angst, dass ich dann das Let's Play beenden muss, weil wir besiegt werden oder sowas. So, und dann greifen wir auch Munilist-Blinst an. Und schauen mal, ob wir da vielleicht der Konföderation mal zeigen können, wo der Hammer hängt. So, und los. Die Raumschlachten spielen wir natürlich. Haben wir überhaupt Ingame-Sound, merke ich gerade. Ich höre nämlich nichts. Ein Let's Play ohne Sound ist nicht schön. Was ist denn hier? Ah, das ist Obi-Wan, der alleine ins System gesprungen ist. Moment, Audio, Musik. Aha. So, nicht so ganz laut. Dann Venator 1, Venator 2, Venator 3, Venator 4, Venator 5, Venator 6, Venator 7. So, jetzt haben wir eine kleine Angriffstrupp oder eine kleine Angriffsflotte, mit der wir auf jeden Fall was anfangen können. Sieht auch cool aus, wie die ganzen Venatoren hier in Reihe und Glied sind. Ich schicke jetzt einfach mal unsere Ark 170er an die Front, erstmal um zu gucken, was hier los ist. Ich sehe auf jeden Fall auf der, oh Gott, auf der Minimap, dass die diese komischen Sphären da haben. Bomber hinterher. Na, ich würde gerne alle Bomber auswählen. So. Die hinterher und die Venatoren ganz hinten als Schutz. So, wir haben halt den guten Punkt, wir haben halt Helden. Also wir haben einen Held dabei, der uns eventuell den Arsch retten kann. So, hier dürfte, also das dürfte die Raumstation sein von ihnen. Ich denke nicht, dass sie hier ein Lucrohulk-Schlachtschiff haben. Also hoffe ich das. Okay, sie haben einen Lucrohulk-Rückzug. Also nicht Rückzug, aber halt. Okay, wir müssen den Lucrohulk da irgendwie rauskriegen. Wir können da nicht einfach rein, dann werden wir von der Raumstation zusammengeschossen. Die 170er bleiben mal hier, dass wir den Lucrohulk vielleicht rauslocken können. Oh Gott, da kommt eine Korvette, dürfte das sein, oder ein Kreuzer, ein kleiner. Wir müssen die 170er jetzt mal durch. Ich guck euch das Ding mal an. Ja, ich kann den nicht ausführen, oder? Das ist mit dieser Sphäre und der Raumstation, das ist Killer. Wir könnten mal einen Angriff probieren. Oder die Lucrohulk zumindest so weit wegkriegen, dass wir die Raumstation ruhigen Gewissens attackieren können. Hier, probiert mal. Okay, hier kommen Jäger entgegen. Wenn wir die schon mal loswerden, ist schon mal gut. Okay, unsere 170er werden halt gerade echt gut bearbeitet. Wir ziehen die mal zurück und gucken, ob wir die Jäger vielleicht eine Falle locken können. Ah, sieht aber nicht so aus. Wo sind unsere Venatoren? Venatoren? Venators? Ich weiß es nicht. So. Weiter nach vorne. Die Bomber bitte auch. Jetzt muss ich taktisch. Also ich muss mir ein bisschen überlegen jetzt. Wir könnten das halt wirklich so machen, dass wir versuchen, den Lucrohulk rauszulocken und den Lucrohulk zerstören. Oh Gott. Ich glaube, wir ziehen die Flotte lieber zurück und kommen mit dem Mandator wieder. Ja, wobei, jetzt setzen sie sich in Bewegung. Das heißt, wir könnten
könnten es versuchen mit Bomben jetzt. Na, wobei noch nicht. Was ist hier denn? Ist das die Kurulianische? Nee. Okay, jetzt probieren wir unser Glück mit Bomben an. Alles oder nichts. Für die Republik. Okay, die Venatoren kriegen halt volle Elle auf die Schnauze, weil die überhaupt nicht auf den Kampf ausgelegt sind mit dem Ding. So, Bomber, Angriff. Zackig aber. Wenn wir die Schilde wenigstens schon mal unten haben, dann ist ja schon mal ein gutes Spiel. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen, oder? Okay, unsere 170er haben sie komplett auseinandergenommen. Ja, okay, der Lucro-Hulk heilt sich wieder hoch. Ich würde dazu tendieren, bevor wir jetzt irgendwie Venatoren verlieren, wir ziehen uns zurück und werden mit dem Mandator wiederkommen. Denn der Mandator ist Killer. Glaubt mir. Ne? Dann kommen wir mit dem Mandator wieder. Denn der Mandator wird das regeln, hoffe ich mal. Sehen wir das erste Mal in dem Let's Play, glaube ich, einen Mandator-Kreuzer. Die sind riesig, also wirklich. So. Wir kommen wieder. Ja, unsere Flotte ist ja da, um benutzt zu werden. Und da wird es ja auch in meinen Augen schon Richtung Late Game gehen. Können wir ja auch ruhig mal alles auf eine Karte setzen. So. Dann probieren wir unser Glück nochmal. Wir speichern jetzt nicht wieder, weil es jetzt ein bisschen Pussy, finde ich. Denn wir haben jetzt nur mal eingesteckt. Wir haben halt nicht komplett verloren, aber wir haben halt gut verloren. Also wir haben, glaube ich, alle Ark verloren. Also alle Jäger. Schauen wir mal, ob das so klappt. Die holen sich jetzt halt massenhaft Planeten. So, und Angriff. Jetzt kommt der Mandator zum Einsatz. Und da ist er. Ein Riesengerät. Mit dem dürfen wir das locker hinkriegen. So, dann holen wir noch unseren Crashforce, oder wie heißt der? Ich weiß es nicht. Wie heißt der? Predator, Zerstörer und zwei Venatoren, das dürfte reichen. So, und dann schicken wir mal den Supersternzerstörer in den Kampf. Dann schaut euch das Ding mal an, das ist... Ihr seht daneben den Venator, ne? Das ist ein Riesending. Das ist unsere Wunderwaffe, sagen wir es mal so. Andere haben V2s, V1 oder Yamatos, wir haben Mandator. Hat man leider im Film oder in irgendwelchen Serien nie gesehen. Finde ich sehr schade. Zum Beispiel, wenn man den während der Schlacht von Coruscant in Episode 3 gesehen hätte, so im Hintergrund ganz leicht nur. Oder so einmal kurz durchs Bild, das wäre total cool gewesen. So, Jäger! Ihr seid da, Angriff! Jäger, Angriff! Wir setzen jetzt alles auf eine Karte. Ich mag ja diese Alles-oder-Nichts-Taktiken eigentlich nicht so gerne, aber diesmal muss es halt mal sein. Denn das wird definitiv entscheidend sein, wie sich die Kampagne noch verlaufen wird, wenn wir diese Schlacht verlieren. Weil dann verlieren wir die Venatoren, zwei Stück, wir haben ja noch ein paar im Petto notfalls. Wir verlieren den Mandator und den Predator. Also dann sind wir richtig geschwächt. Dann könnte der Krieg sich nicht ganz zugunsten der Republik drehen. Sagen wir es so. Ist der Lucro-Hulk, der guckt hier unten irgendwo. Das heißt, wir können vielleicht mit dem Mandator die Basis schon mal angreifen. So, die Munificent-Fregatte machen wir gerade richtig platt. Die Arks können die Korvette da mal eben angreifen. Auch, das ist auch eine Fregatte. Entschuldige mich. Und mit dem Schiffstypen in Star Wars immer durcheinander irgendwie. Ich kann einen Sternzerstörer erkennen, das ist kein Problem, aber wenn es wiederum geht, eine Korvette und Zerstörer zu unterscheiden, da habe ich mein Problemchen mit. Oh, unser Praetor hat keine Schilde mehr.
Das dürfte an sich nur der Mandator auch nicht. Was ist denn hier los? Wo sind die Schilde hin? Okay, die Basis hat auch schon Schaden genommen. Das nicht gerade unerheblichen. Ist Obi-Wan dabei? Ne, Obi-Wan ist nicht da. Obi-Wan, zack! Obi-Wan kommt der Imperial March fängt an. Irgendwas stimmt da nicht. Oh, der Mandator, der Mandator. Oh, oh. Das wird gefährlich. Mace Windu wird sich mal eben zurückziehen müssen. Die Venatoren halten noch. Wir müssen die Bomber loswerden. Diese Vulture-Bomber sind echt gefährlich. Die werden uns wohl auch die Schilde gekostet haben. Sind die Schildgeneratoren ganz platt? Nein. Oh, jetzt sind sie gerade auf dem Weg dazu und wir haben kein Schild für den Mandator. Ganz schlecht. Erdenklichst schlecht. Ich glaube, das war taktisch nicht gut, den Mandator so reinzuschmeißen einfach. Wir können den zurückziehen, in der Hoffnung, dass er uns nicht kaputt geht. Ich meine, die Venatoren können wir reproduzieren, aber Mandator glaube ich nicht, dass man den reproduzieren kann. Hier sind noch haufenweise Jäger, die nichts machen, ne? Das ist jetzt ein Problem. We know of Dooku's plot. Anakin is gone. Der verliert auch Leben. Rückzug. Sofort. Sofort zurückziehen, sonst verlieren wir den Mandator. Mit der Niederlage würde ich es dann auch für heute belassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Einschalten. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann vergesst nicht mir das zu zeigen. Und wenn ihr mehr sehen wollt und nichts verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Ich würde sagen, bis dahin. Auf Wiedersehen.